Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, hier ist der Achim und dies ist die 50. Geek Talk Daily-Folge, also ein kleines Jubiläum. Und die ist jetzt heute für Mittwoch, den 8. Februar. Heute dabei Facebook, Google Ventures, BMW und Lowe's, Desktop Metal, Amazon Alexa, Routerfreiheit, Boon und Apple Pay. Fangen wir mit Facebook an. Da haben sich jetzt diverse Aktionäre zusammengetan und möchten gerne Mark Zuckerberg aus dem Aufsichtsrat entfernen. Also Mark Zuckerberg, der ist natürlich CEO, also so eine Art Geschäftsführer für Facebook. Gleichzeitig ist er aber auch im Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat überwacht natürlich den CEO. Das klingt erstmal ein bisschen schräg, ist aber durchaus in Konzernen gang und gäbe. Nichtsdestotrotz finden jetzt diverse Aktieninhaber von Facebook, dass es doch besser wäre, wenn man ein neutrales, also einen neutralen Aufsichtsrat hätte, der dann entsprechend natürlich auch ganz anders die Firma und entsprechend auch Mark Zuckerberg überwachen würde. Ja, schauen wir mal, ob sie damit durchkommen oder auch nicht. Und was der gute Mark dann dazu sagt. Nächstes Thema. Google Ventures. BMW, also der Automobilhersteller BMW, und Lowe's, also der Name Lowe's wird den meisten wahrscheinlich gar nicht sagen. Das ist ein großer amerikanischer Baumarkt, also ähnlich wie Hornbach hier beispielsweise in Deutschland. Und die haben mittlerweile auch einen Investitionsarm, um in Startups zu investieren. Und die drei, die investieren jetzt 45 Millionen in die Firma Desktop Metal. Das ist eine 3D-Printer-Company, aber die machen nicht einfach nur 3D-Printer oder 3D-Printable Objects aus irgendwelchen Plastik, sondern aus Metall. Und ja, das klingt für mich erstmal ganz sinnig, auch bei einem Automobilhersteller und ja, vielleicht auch nur als Klischee bei einem ja, Heimbaumarkt. Da kann man bestimmt auch was drucken aus Metall. Das könnte ich mir sogar im Laden vorstellen. Man will, weiß ich nicht, ein Bit haben in einer bestimmten Schraubenart. Und dann wird die eben vor Ort eben aus Metall gedruckt. Also sinnig ist das. Und 45 Millionen ist nicht wenig Geld. Ich bin gespannt, was bei denen da wirklich am Ende rumkommt. Was rumgekommen ist aber auf jeden Fall bei Amazon. Die haben ihre Alexa. Die ist ja beispielsweise im Amazon Echo mittlerweile auch bei vielen zu Hause angekommen und steuert beispielsweise das Licht in den Wohnungen. Ich habe jetzt übrigens gerade hier meine Tür zugemacht, weil immer wenn ich über die Amazon Echo und die Alexa Berichte, geht natürlich hier meine natürlich los und denkt, ich will was von ihr. Denn ist echt ein gutes Gerät, versteht auch relativ gut und deutlich und von daher lieber Tür zu. Denn bald ist die vielleicht sogar noch aktiver, denn mittlerweile können Hardwareentwickler in Deutschland den Alexa Voice Service, kurz AVS, nutzen und in ihre Hardware integrieren. Also die Hardware muss entsprechend auch nur einen Lautsprecher, ein Mikrofon haben und logischerweise eine Internetverbindung. Und dann stellt Amazon die Möglichkeit, so eine Alexa einzubinden und dann ein Gerät mit Sprache zu steuern, einfach zur Verfügung. Finde ich eine tolle Sache. Ist spannend, was damit noch passieren wird. Und Amazon stärkt natürlich damit gleichzeitig auch ihre Präsenz im Smart Home Markt mit dem Sprachassistenten. Ein ganz anderes Thema. Die Routerfreiheit. Die wurde schon vor einiger Zeit eingeführt nach einigen Gerichtsverfahren, sprich Leute, die Kunde sind bei einem Mobilfunkanbieter oder also Festnetzanbieter oder Kabelanbieter, denen müssen halt alle Daten zur Verfügung gestellt werden, damit die sich einen eigenen Router oder Router vor Ort hinstellen können. Und ein paar von den Füchsen, zum Beispiel Unity Media, nicht meine besten Freunde, die haben sich eigentlich darauf berufen, das wird nur für Neukunden gelten. So haben sie ein Schlupfloch gesucht, was auch schon einiges über diese Firmen aussagt, meiner Meinung nach. Und ja, dieses Schlupfloch ist mittlerweile gestopft durch das Landgericht Essen, welches nämlich jetzt ein Urteil gefällt hat und gesagt hat, die Routerfreiheit gilt für alle Kunden. Also kann man sich jetzt wirklich auch mal zur Wehr setzen und an euch, lasst euch nichts von euren Anbietern erzählen. Ihr bekommt die Zugangsdaten, könnt euer Recht durchsetzen und dann könnt ihr einen Router benutzen, den ihr wollt, der im Regelfall natürlich bessere Features hat als das Teil, was euch der Provider vor Ort hinstellen möchte. Apple Pay.
Ja, wir in Deutschland, wir warten immer noch auf Apple Pay. Ich persönlich sehe die jetzt auch dieses Jahr immer noch nicht hier am Markt. Aber auch andere Länder warten. Ein paar andere Länder sind natürlich auch schon bedient worden. Und nun ist die Schweiz dran. Das wird den Poughkeepsie natürlich freuen. Und dort geht nämlich jetzt so die Firma Wirecard mit ihrem Mobile Payment Service Boon an den Markt. Den gibt es bereits schon seit längerem in Großbritannien. Letztens wurde er in Frankreich gelauncht und nun ist die Schweiz am Start. Und Boon ist im Endeffekt eine virtuelle Kreditkarte, eine virtuelle Prepaid Mastercard. Und die wird ins iPhone eingebunden und kann dann mit Apple Pay genutzt werden. Kleiner Tipp, wenn ihr in die Shownotes geht und euch den Artikel zu Boon durchlest, in dem Artikel ist, glaube ich, auch noch, oder was heißt glaubt nicht, auch noch, ich bin relativ sicher, ein Link versteckt zu iFun. Und die haben damals erklärt, wie man beispielsweise die Lösung aus Großbritannien auch in Deutschland nutzen kann. Das tue ich nämlich beispielsweise auch. Ich habe meine Mastercard von Boon in England registriert, kann die befüllen mit Geld und nutze die hier auf meinem iPhone für Apple Pay. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr hiermit das System umgehen. Ansonsten, die Schweiz muss das eben nicht mehr machen. Die Schweiz kann das System so nutzen, wie sie es möchte. Und damit bin ich nun auch schon am Ende der 50. Geek Talk Daily Folge. Ich finde es toll, dass wir diesen kleinen Meilenstein erreicht haben. Freue mich auf weitere 50 Folgen, die ihr mit mir und natürlich aber auch mit dem Martin und dem Jan verbringen könnt. Denn wir haben ja gesagt, wir machen weiter. Oder greife ich jetzt ein bisschen schon was vor? Naja, also ich denke, wir machen auf jeden Fall weiter. Unser kleines Projekt, was wir hier angefangen haben, wenn es euch gefällt. Und von daher gebt uns Feedback. Ansonsten sage ich mal ciao, ciao und wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.